nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele verloren. In der Tabelle erstmals seit langer Zeit wieder auf einem Champions-League-Platz. Borussia Mönchengladbach im Aufwind. Beste Voraussetzungen vor dem Duell mit den scheinbar übermächtigen Bayern. Ich glaube, wir sind stabil. Die letzten 8 Spiele 16 Punkte. Wenn du einen Schnitt von 2 Punkte holst, dann ist das stabil. Ja, und ich finde schon, wir haben uns auch von Rückschlägen, die ja in der Saison auch schon da waren, haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir haben versucht, es mit der Mannschaft gut zu analysieren. Die Mannschaft reflektiert sehr gut darauf, was wir ihnen sagen. Klar, wir haben immer noch wieder mal kleine Wackler drin. Das haben aber andere Mannschaften genauso. Die Ergebnisse stimmen. Auch ein Verdienst von Trainer Dieter Hecking. Er hat den Club innerhalb eines Jahres kontinuierlich wieder ins obere Tabellendrittel geführt. Gladbach wieder so selbstbewusst, dass man sogar die Favoritenrolle nicht, wie eigentlich üblich, nach München schieben will. Ja, ich glaube, wir haben auch den Ehrgeiz, dass wir gewinnen wollen am Samstag. Ja, also ich weiß nicht, ob die Favoritenrolle so verteilt ist. Ja, ich glaube, dass wir eine richtig realistische Chance haben, wenn wir einen sehr guten Tag erwischen. Man braucht wohl einen richtig guten Tag. Die Bayern unter Jupp Heynckes, 9 Spiele, 9 Siege. Wieder eiskalt, souverän und dominant. Mit 72 Jahren hat Heynckes das zuvor vom Erfolgsweg abgekommene Star-Ensemble bestens im Griff. Ich glaube, Alter schützt nicht vor guter Arbeit. Das habe ich schon gesagt, als es bekannt wurde, dass Jupp Heynckes neuer Trainer bei Bayern München wird. Heute hat, glaube ich, der Boulevard aufgemacht, Ottmar Hitzfeld vielleicht als Nachfolger von Bosch, was natürlich schon wieder eine Spekulation ist, wo ich schon wieder Fragezeichen hinterwerfe. Aber man sieht doch, dass man im Alter, denke ich, auch gute Leistungen abliefern kann. Und das ist, denke ich, Erfahrung ist nach wie vor ein unschätzbarer Wert, gerade in unserem Beruf. Keines seiner letzten 30 Bundesligaspiele als Trainer hat Heynckes verloren. Eine Wahnsinnsserie. Doch auch die schreckt den Trainer der Borussia nicht zurück. Wenn wir einen guten Tag erwischen und mit dem Rückhalt unserer Fans, ja, dann glaube ich, sind wir in der Lage, hier einen tollen Fight abzuliefern. Und das werden wir uns auch genauso vornehmen. Und wir haben auch Qualität. Ja, und ich hoffe, dass wir das zeigen werden. Gladbach ist fest entschlossen. Mit dem Rückenwind der letzten Wochen will man den FC Bayern ärgern und vielleicht Jupp Heynckes ausgerechnet in seiner Heimat seine erste Niederlage zufügen.